Also, ich habe euch heute mitgebracht ein Nintendo DS Magazin von 2006, 2007. Wo steht das eigentlich? Ich glaube, das steht hier oben. Sonderheft Winter 2006, 7. Das heißt, es kam Ende 2006 raus und behandelt quasi Inhalte, die bis 2007 gehen. So, wann kam der DS raus? Der alte DS kam raus 2005, glaube ich. Ich habe auch erst so wirklich davon gehört, seit es den Lite gibt. So, warte, alle Nintendo DS-Spiele sehen genauso aus wie die Menschen auf dem Cover. Ja, ich weiß nicht. Leute, auch auf der Rückseite, ich wollte es eigentlich noch nicht. Wisst ihr noch diese weirde Zeit, als Nintendo so Werbung gemacht hat, die noch nicht ganz so dieses Familienimage hatte, sondern eher so, okay, wir nehmen einen Haufen Models und geben ihnen DS-Konsolen. Okay, die Kategorie ändert doch auf. Nee, passt schon die Kategorie. Wer sitzt so nah zusammen beim Zocken? Vielleicht geht es um mehr als um Zocken. Außerdem natürlich die Headline dieses Magazins: Touch it, feel it, play it. Ihr versteht schon. Denken Sie auch an die Problemzonen zwischen Ihren Ohren. Oh mein Gott, wer ist das? Kennt ihr noch irgendjemanden? Jörg Pilawa, den Namen kenne ich. Macht er nicht irgendwelche Shows in den Öffentlich-Rechtlichen? Begeistert auch für Gehirnjogging. Dr. Kawashimas Gehirnjogging ist ein Spiel, das ich nicht besitze. Ich habe nur mehr Gehirnjogging. Der Game Boy Pocket haben die sehr viele Penis-Jokes beworben. Ich weiß, dass es irgendeine Werbung in einem Playboy-Magazin gab von vom Game Boy Advance SP, wo es einfach nur darum ging, ja, wenn das Licht aus ist, dann beginnt der Spaß. Steht ihr? Der SP hat ein Licht. Aber gut, das ist der Nintendo DS Lite. Pauline schmust mit den Nintendogs. Mutti hält ihre grauen Zöpfe mit Gehirnjogging auf Trab und Vater verbessert seine Fremdsprachenkenntnisse mit Englischtraining. Und der Sohnemann kämpft sich durch das neueste Mario und Abenteuer. Alter, Stereotypen. Und wir sind für alle DS-Besitzer da. Wir nehmen sie an die Hand und lotsen sie durch die weiße DS-Welt, ohne sie dabei mit Fachbegriffen zu bombardieren. Touch Generation, Philosophie, Gehirnjogging, Nintendos. So, Leute, ich hatte damals den weißen DS. Aber ich kenne sehr viele Leute, die den schwarzen DS Lite hatten. Den weißen DS Lite habe ich übrigens nicht mehr. Der war auch komplett vergilbt und wurde mir geklaut. Und ich habe dann irgendwann den silbernen gehabt. Da wollte ich gerade fragen, hattet ihr einen DS Lite? Seid ihr zu jung für den DS Lite gewesen? Sind eure Schultertasten kaputt gegangen? Ich mag den DS Lite nicht. Es ist vielleicht kein Geheimnis, aber ich mag den DS Lite nicht. Ich mag den DSi sehr viel mehr, vor allem den XL. Was haben wir hier? Inhalt, Rubriken, diverse Spiele, die wir nachher noch sehen werden. Ich sehe schon ein paar coole Sachen, aber vielleicht lassen wir es nicht zu sehr spoilern. Wir sehen hier Mario Slam Basketball, von einem Spiel, von dem ich dachte, dass es eigentlich später rauskam. Alle DS sind brüchig. Ja, es geht um mehr Sachen. Es geht um mehr Sachen als das. Oh shit. Der DS Lite im Detail. Könnt ihr alle Sachen benennen? Haha, Po. Po-man. Und genau, das ist der Grund, warum ich den DS Lite nicht leiden kann. Sehr stumpf. Das Spiel guckt raus. Beim alten DS ist es nicht der Fall. Ich meine, ja, er hat besseres Licht. Aber trotzdem muss es denn sein. Was haben wir denn hier? LC-Bildschirm. Liquid Crystal. Touchscreen, Steuerkreuz, Volumen, GBA-Schacht, Kopfhörer, Headset, Start, Select, Aktionstasten, Stylus. Sagt ihr Stylus oder sagt ihr Stift? Ich sag mittlerweile sehr oft Stylus. Oder wie ich jetzt Kind gesagt habe, den Stylus, den Stylus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie gerafft, dass sie irgendwie auf Stift angespielt haben. Irgendwie dachte ich, den Stiftus, den Stylus. Den Stengelus, ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe, aber ich irgendwie. Wir konnten alle damals kein Englisch, okay? Der Schreibstock. Power, Lade, Betriebsanzeige, Mikrofon, Lautsprecher, Schultertasten, Stromanschluss und DS-Modul.
Alter, die fucking, das fucking DS-UI. Ich find's bis heute witzig, wenn ihr auf einem 3DS die DS-Einstellungen macht oder generell, ich glaube auf dem beim DSi sieht das ja auch anders aus. Das ist spezifisch der Model 1 DS, den man hier sieht. Beim DSi sieht es ganz anders aus. Aber es gibt ja das, Download Play. Shit, ich kenne das Lied. Das war von Nintendo, oder? Das war dieser eine geile Song, wenn du einen schweren Wettbewerb machst. Das UI ist hässlich. Ja, es geht. Es ist irgendwie, es ist sehr rudimentär. Es hat was von einem PDA. By the way, bottom screen forever. Fight me. Und generell spielt keine Game Boy Advance Spiele auf eurem DS. Ihr Freaks. Aber ja, wenn ihr Download Play benutzt, dann emuliert euer 3DS ja quasi diesen Style von UI, was ich ziemlich cool finde. So, Spiele neu erleben. Zwei Bildschirme. Touchscreen und Mikrofon. Das Mikrofon hat nicht immer funktioniert. Aber Touchscreen und zwei Bildschirme waren schon ziemlich geil. Ich lieb's auch. Es wird auch einen Bericht geben über Mario und Luigi zusammen durch die Zeit, was ich super cool finde. Yoshi's Island DS habe ich. Ich habe leider keinen Trauma Center Teil für den 3DS, aber irgendwann machen wir was taucht es. Trauma Center für die Wii. Dankeschön, Mr. Jäger, für den Raid. Willkommen, wir schauen uns gerade ein uraltes Nintendo DS Magazin an, was ich noch bei mir rumliegen habe. Ich hoffe, das interessiert dich vielleicht auch. Ansonsten Mario Slam Basketball. Witziger Fun Fact zu Mario Slam Basketball. Ich konnte bisher keinen YouTube-Upload des Multiplayer-Download-Play-Themes finden. Was ich irgendwie weird finde. Es gibt den Song einfach nicht in dem kompletten OST. Dabei weiß ich genau, wie der geht. Und wir können das Spiel mal spielen. Was zum Pick ist das Spiel? Rub Rabbits? Rub Rabbits? Moment! Rub Rabbits, ist das nicht das Spiel, was später zu Project Rub wurde? Und das ist irgendwie noch der amerikanische Titel? Es gibt ja so Spiele, die unterschiedlich heißen. So. War Project Rub eigentlich ab 18 oder habe ich nur oder gehe ich nur davon aus, weil da irgend so eine Bikini-Frau auf dem Cover war? Kann auch sein, dass nur ab 12 war. Ich glaube, das war sowas ähnliches wie WarioWare. Habe ich mir mal sagen lassen. Warte, MP3? Warte, was? Der Nintendo 3DS MP3-Player? Nintendo DS? Leute denken es immer, ist aber nicht okay. Ja, ist klar, ich habe ja gerade beschrieben, warum. Ich wusste nur, den DSi-Browser, den kenne ich. Den habe ich sogar, aber allerdings ohne die Box. Ich hab aber das alte Memory Pack. Der war richtig scheiße. Wenn du das Memory Pack nicht drin hattest, hat er entweder gar nicht funktioniert oder du konntest nur eine Webseite laden. Ansonsten, oh shit, die Wii war schon draußen zu der Zeit. Und, oh mein Gott, der fucking Webbrowser, Leute. Webbrowser. Iwata Ask Twilight Princess. Ich hatte keine Musik aus dem DS hören können. Hätte. Nein, die Sache ist die, anscheinend brauchst du. Wartet mal. Was ist, wenn. Warte, okay, wir müssen den Artikel lesen. Den Browser hatte ich auch. Ab sofort können Sie den DS als einen tragbaren Musikabspieler verwenden. Der neue MP3-Player besteht aus einem Modul, das mit einem separat erhältlichen SD-Speicher gefüttert wird. Oh shit, Leute. Es ist quasi eine R4-Karte. Mit proprietären. Ich wusste es, irgendwie müssen sie die SD-Karte einbringen. Ja, okay, aber da ist klar. Nintendo-Fans würden sich über ein Mario-Interface freuen, das wahlweise zur Verfügung steht. Shit, ich müsste ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie machen kann. Doch, ich kann es hier irgendwie machen, indem ich euch das so einblende. Und zwar würde ich mal eben schnell suchen nach Gameplay von Nintendo DS. Nintendo DS MP3 Player. Dann filme ich euch mal eben schnell so den Bildschirm ab. Dass wir mal sehen, wie das Ding aussieht. Did you know about the DS MP3 Player? Ich will jetzt aber keinen Short angucken. Die sind immer scheiße mit dem. Ja, cool, wie sieht das aus? Also. Ach so, das kommt unten. Stimmt, Leute, damals waren SD-Karten-Slots ja noch riesig. Stimmt. Aber ich will jetzt sehen, wie das Spiel aussieht.
Zeig mir doch die Software. Zeig mir jetzt die Software. Oh, es ist. Deshalb mag ich Shorts nicht. Die kann man halt auch nicht zurückspulen. Remember Pictochat? Nee, nee. Nee. Turn your DS into an Apple iPod. DS Extreme. Übrigens, das klingt gerade extrem wie. Ich finde es nicht, tut mir leid. Das klingt gerade extrem nach Drawn to Life Musik, wenn ich ehrlich bin. Das Minish Cap. Shit, stimmt, Leute. Okay, zurück zum Thema. Ach, es ist Scribblenauts. Es ist ja quasi Fifth Cell, okay? Ansonsten, ja, das sind ja die ganzen Spiele, die nach irgendwie, die kamen ja nach dem DS raus. Ich find's so krass, ne? Mir ist nicht bewusst, dass fucking der Game Boy Advance lebte von 2001 bis 2004 und hat dann noch ein paar Spiele bekommen. Der lebte 4 Jahre lang. Das ist gar nichts. 4 Jahre und dann wurde er vom DS abgelöst. Das ist der Wahnsinn. So hunderte GBA-Hits. Ich habe die Donkey Kong Country Ports tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, Super Mario Advance-Reihe. Gibt es ja auch Yoshi's Island. Ich weiß nicht, ob ich mir die holen werde. Ich habe die technisch gesehen, die Originale. Das ist Contact. Contact wartet mit zwei unterschiedlichen Grafikstilen auf. Ist das Peppino? Ist das da unten Peppino Spaghetti? Nein, nur Spaß. Oh shit, der erste Spectrops-Teil. 2006 kamen die letzten Spiele. Ja, okay, dann waren es technisch gesehen 5 Jahre. Ein Sammelabenteuer im Anime-Stil Spectrops von Buena Vista Games. Das sind die Leute, die Kingdom Hearts gemacht haben, die ersten Teile. Entwickelt das von Jupiter. Das sind die DS-Kingdom Hearts-Teile gemacht haben. Die auch den GBA-Titel. Nee, Hand war das, glaube ich, nicht Jupiter, sorry. Die auch den Pokémon Pinball gemacht haben, haben Spectrops gemacht. Warte, Dragon Quest Heroes Rocket Slime? Ja, an den Screenshot erinnere ich mich. Oben tupft ein Panzerkampf, unten hüpft ein Schleimball. Besser kann man es nicht beschreiben. Iwata Third Pillar Strategie. Spectropen. Oh shit, Glory Days DS, Brotherhood of Man, ich habe keinen Plan. Das klingt nach Krieg. Nie gehört. Final Fantasy XII Revenant Wings. Das war dieses eine RTS Final Fantasy. Was aus irgendeinem Grund ein Tie-in zu 12 ist. Barmut, hast du Revenant Wings gespielt? Oder nicht? Ansonsten New Zealand Story Revolution. Du hast es und du hast es gespielt. Hüpferei macht auch heute noch viel Laune. Nie gehört das Spiel. Nie gehört. Meteos! Leute, ich muss mir irgendwann Meteos holen, einfach nur, weil das dieses eine Sakurai-Spiel ist. Aber stimmt, es gab eine Disney-Version von Meteos. Aber ich glaube, die hat Japan nicht verlassen. Ich bin mir aber unsicher. Und das ist Yoshi's Island DS-Musik. Liebe. Da. Oh mein Gott, diese fucking Werbung mit den fucking Knetpilzen in dem fucking DS-Kühlschrank. Sowas vergisst du nicht. Natürlich Soup DS. Werde ich auch irgendwann mit euch spielen. Ich freue mich schon darauf. Der gehört da nicht rein. Aber Alter, das ist einfach Mario Maker, bevor es Mario Maker gab. Und natürlich Pokémon Mystery Dungeon Spieleberater. Ich hätte gerne so viele Spieleberater von damals, aber ja, die sind super teuer. Und Torque, der ist Cooking Navigator. Oh mein Gott, vor allem kam das überhaupt bei uns raus? Diese delikate Software macht ihren DS zum Küchenhelfer. Der Verkaufsschlager aus Japan beinhaltet 200 Rezepte für die unterschiedlichsten Gerichte, damit sie ihr Handheld in die Küche nicht. Was? Damit sie ihren Handheld in der Küche. Was? Damit sie ihr Handheld in der Küche nicht verschmutzt. Okay, jetzt ist ein Schreibfehler. So, für beiden Meteors bezahlt so effektiv 20 Euro. Okay, ist ein cheapest Bug. Kann ich gucken, wie auf Rebuy oder so. Liest ihnen ein virtuelles Kochbuch vor.
Oh shit, das ist bestimmt eins von diesen Spielen, die dann so eine witzige deutsche Synchro haben. Wenn das Spiel mal rauskommt. Auf jeden Fall gibt es ein OST von dem Spiel in. Warte, nee, ich glaube, das kam nicht zu uns, weil es gibt nur den japanischen Titel dieses Spiels in Super Smash Bros. Und Metroid Prime Pinball ist so fucking teuer. Aber ich will es irgendwann haben. Ein Kochbuch für den DS. Justice for All. Ist aber schon der zweite Phoenix Wright-Teil, oder? Ich meine, Ace Attorney, ich hätte mal fast Ace Attorney kaufen können. Sealed irgendwie für 80 €. Es war halt wirklich Sealed. Dann habe ich mir gedacht, nee, Sealed kaufst du das nicht. Wenn schon, kaufst du es an Sealed, weil sonst zahlst du halt für Sealed drauf, machst das eh auf. Ich meine, ich habe Elite Beat Agent Sealed, aber das war halt auch nicht teuer. Harvest Moon DS. Ich bin ganz ehrlich, das sieht gar nicht so aufregend aus. Also die Grafik ist irgendwie echt nicht so pralle. Ich glaube, da gibt es schönere Game Advance Spiele. Split Second ist für 3 € im Sale. Oh mein Gott, du musst mit Neko reden. Und Magical Vacation. Das nicht irgendwas? Hatte das nicht? Oh mein Gott, Chibi Robo Park Patrol. Dieses Spiel kommt nicht aus Amerika raus. Also, Badge, ihr könnt euch das abschminken. Die neuesten Harvest Moons. Ja, aber ich dachte bis zur letzten, irgendwie der erste 3DS-Teil soll doch okay sein. Magical Vacations von den Sword of Mana und Fantasy Life Dudes. Warte, Fantasy Life hat, Brownie Bone hat Fantasy Life gemacht? Wirklich? Little Alliance nie gehört. Ansonsten King of Swing. Das Spiel mit den Xenanaps, glaube ich. Und Jam with the Band ist ein weirdes Spiel. Das wiederum haben die Amerikaner nicht bekommen. Und wisst ihr, was dieses Spiel weird macht? Es ist quasi eine Mischung aus Guitar Hero, einem eigenen Musikeditor und noch ein paar anderen Dingen. Ich weiß nicht, kennt ihr Know-how der Zauberkunst? Das ist ein Sonic aus, das ist auch Barbara the Bad. Ich meine, ich weiß eine Sache, die sie mit Rouge the Bad gemeinsam hat. Aber ja, dieses Spiel muss ich euch mal zeigen, denn in diesem Spiel gibt es fucking Lizenzmutzi. Ist das Buddy Rock? Das ist leider hier noch nicht drin, weil das Spiel kam erst 2009. Buddy Rock ist so ein guter Song. Gecko, ich will die Jimmy T's sehen und die Katzen. Aber ja, da kann man auch jammen. Das ist ein interessantes Spiel. Es ist auch alles irgendwie MIDI-synthesized, also nichts hier, also keine Lyrics leider. Dann haben wir Heroes of Mana, was man kennen sein soll, laut Kerbo. Und Mega Man X, dieses Spiel verhöhnt mich. Das lag nämlich auch, ihr wisst ja, ich habe das schon mal fast gekauft beim GameStop für 40 €. Soll auch ein etwas rarer Titel sein. Rarer, also ein etwas rarer Titel. Und das lag auf einer Clay rum im Flohmarkt und ich habe mir gesagt, nein, du kaufst das nicht, weil es gibt die Collection irgendwie für Dingens, also irgendwie für die Switch und da ist auch irgendwie besser und oh mein Gott, Eragon hat existiert. Ui, shit, sieht das bad aus. Das 3D sieht richtig bad aus und dieses UI sieht richtig bad aus. Und den Switch-Port. Ja, aber das ist halt die Sache, ist es so. Wenn schon genieße ich irgendwie, ich habe das Gefühl, digitale Spiele spielen ist das eine, aber oft, wenn ich die Spiele dann besitze, habe ich eher. Bin ich ein bisschen mehr motiviert, die zu spielen. So, Touch Generation, Touch and Go. 42 Spiele-Klassiker. Muss ich irgendwann mal mit Neko spielen oder muss ich mir Leute einladen? Nintendox hatte jeder. Trauma Center ist ultra teuer. Ich habe nur den Wii-Teil, machen wir einen was taugt es von. Und Tetris DS habe ich, hat coole Animationen, aber weiß auch nicht. Irgendwie Tetris, wenn ich Tetris spielen will, spiele ich Puyo Puyo Tetris. Der DS profitiert halt nicht, weil er Touch kaum Verwendung findet, von daher geht die Workaround in der Collection. Ja, macht schon Sinn, aber ich weiß nicht. Doggies. Ich bin kein Hundemensch. Oh shit, ist das ein Zuma-Klon? Wobei ich hab mir sagen lassen, dass Zuma eigentlich auch ein Klon ist. Ich kenne das als Zuma mit diesem Frosch, das haben meine Eltern damals auf dem Computer gespielt. So ein typisches Bälle rollen auf ein Loch zu und du musst sie beseitigen. Ich meine, es gab auch einen
Es gab jetzt so ein Spiel mit einem Playmobil-Ritter. Die PC-Version davon hatte auch ein Spiel davon, was irgendwie Gewürzmühle oder sowas. Und das hat mich so gestresst als Kind, weil ich. Keine Ahnung, das war bestimmt nicht so schwer. Ich mag's sogar nicht. Playmobil, Ich meine, es ist ein Beschäftigungsspiel, es ist jetzt nichts Krasses, ansonsten Sudoku. Have you heard of Sudoku? Hat anscheinend einen kompletten Release bekommen. Big Brain Academy! Big Brain Academy ist so ein spaßiges Spiel. Mag ich viel mehr als Gehirnjogging. Einfach weil das Spiel so schön bunt ist. Wir sollten mal den DS-Teil davon spielen für eine Folge. Für eine Stunde oder so. Irgendwie, wie viele Platin-Medaillen kann ich in einer Stunde holen? English Training. Intensiv im Bereich Extras können sie Aufgaben wiederholen. Das benutzt 100% die gleiche Engine wie Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Oh, warte, das ist Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Ich bin dumm. Aber wieso ist denn hier die. Hä? Wieso ist denn hier die anderen oder Bildschirme anders? Dann ist es ein anderes Spiel. Alter, der GameCube und der Game Boy Pocket. Fitnessstudio für den Kopf. Wie gesagt, kein allzu großer Fan von Gehirnjogging. Big Brain Academy, strong. Sudoku ist spaßig. Was haben wir hier noch? Ist immer noch. Ja, das hier. Logica, Memoria, Vision, Algebra. Das ist Spaß. Das sind einfach Minispiele. Macht Spaß und die Geräusche sind funny. Ich will wirklich keinen Bericht zu Dr. Kawashima sehen, okay? Okay, dann lieber Nintendo. Nintendo ist cool. Wow, wow. Frauchen Eva Pattberg, kennt man die noch? Die Karriere der am 27.01. geborenen Schönheit begann als Jungmädchentraum bei einem Nachwuchsmodelwettbewerb von Bravo Girl. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und wenn ich irgendwie das Datum betrachte, dann ist die jetzt wahrscheinlich. Die geht jetzt auf die 40 zu. Dieses Lied. Ist das Sword of Mana? Ist das. Shit, muss ich das ausmachen? Ist das irgendwas von Square Enix? Jetzt habe ich irgendwie Shit, dass mich Square Enix wieder claimt. Ach, Slayton, okay. Ich weiß nichts von Layton. Ha. Stimmt, vielleicht, warum sehen wir hier noch kein Layton? Kam Layton 1 sehr spät für den DS raus? Kam es 2007 raus? Ansonsten natürlich war immer Spaß. Ich mochte Nintendo. Ich bin kein Hundemensch, aber Nintendo ist super spaßig. Es macht einfach Spaß. Vor allem Gassi gehen, Zeug sammeln. Die Mario Karts sind cool. Man kann Sachen rumfliegen. Tierschützer lieben Nintendos. Oh shit. Die weltweit tätige Tierschutzorganisation PETA. Zeichnete Nintendos mit dem European Poggy Award aus. Dieser Preis wird jedem Jahr an Projekte verliehen, die dem Tierschutz zugute ließen. Das Spiel würde Verantwortungsbewusstsein dafür stärken, dass Tiere eine langfristige Verpflichtung sind. Ich dachte schon, es geht darum, dass weniger echte Puppies gekauft werden und die nicht sterben müssen. Ein prokrastinierender Moggy. Nintendo sehen nicht nur lebensecht aus, sie verhalten sich auch realistisch. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert mit der Farbgebung? Tamagotchis. Das erste Tamagotchi entschlüpfte 1996 seinem Plastikei, natürlich in Japan. Der kurze, aber heftige Boom trieb seltsame Blüten. So wurde im Internet virtuelle Friedhöfe für die Tamagotchis, die virtuellen Küken, eingerichtet. Autsch. Ich bin auch ein Tamagotchi. Das ist so krass, ne? Es gab auch eine Zeit lang, wo Tamagotchis relativ groß waren in meinem Umfeld und ich hätte mich fast anstecken lassen. Aber irgendwie, ich habe mir dann eins gewünscht, aber ich habe kein offizielles bekommen, sondern nur so ein Fake-Tamagotchi mit einer Katze. Und das müsste hier bestimmt noch irgendwo rumliegen, aber wahrscheinlich ohne Batterien. Aber war halt nicht kompatibel mit den anderen, weil du konntest dich ja so austauschen mit Infrarot. Ja, deshalb, keine Ahnung. Das erste Mal ist es gestorben nach... Lass mich lügen, 2 Wochen oder so. Weil irgendwie du musst es weg und dann kümmern sich die Eltern nicht drum. Dann war meine Oma, glaube ich, ganz traurig. Oh, es tut mir leid, ich hab's vergessen. Und dann, ja, dann habe ich halt doch lieber mit Lego gespielt. Hello DS.
RIP Tamagotchis. Nintendo 3D konnte leider nicht mehr überzeugen. Ja, ich finde auch, der 3DS-Teil von Nintendox ist einfach so. Der ist so bad. Der ist überhaupt nicht das, was den ersten Teil ausgemacht hat. Ja, okay, also English Trainer nutzt in der Tat die gleiche Engine wie Dr. Kawashima. Kein Bock. Okay, jetzt! Urlaub im Dorf der Tiere gefällig. Auf dem DS ist das auch möglich. Allerdings hat das Ganze bei näherem Hinsehen mit Urlaub wenig zu tun. Aussteigen, den Alltag hinter sich lassen. Neu anfangen, in der Natur mit Tieren leben. Welch eine Vorstellung. Aber ach und weh, wenn man Nintendos erfolgreichen Animal Crossing Wild World Glauben schenken darf, dann hat selbst in der berühmten unberührten Wildnis bereits der Kapitalismus Einzug gehalten. What? Ja, das ist auch gerade funny. Eben am Bahnhof des kleinen Ortes angekommen, wissen sie eigentlich gar nicht, was sie jetzt tun sollen. Gut, dass Tom Nook da ist. Tom Nook ist der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens und sieht eigentlich aus wie ein netter, geschäftstüchtiger Waschbär. Das ist ein Tanuki! Das ist japanische Mythologie! Tatsächlich ist Tom Nook aber ein Sklaventreiber, der selbst den ägyptischen Pharao Cheops, Sie wissen schon, der mit der Cheops-Pyramide, wie einen echten Gewerkschaftler hätte aussehen lassen. Glauben Sie nicht? Das wäre ein Staunen, denn Sie brauchen ja zunächst einmal ein Dach über dem Kopf. Kein Problem. Freund Tom ist Ihnen ja zur Stelle. Umgehend stellt er Ihnen ein kleines, ungemütliches Haus zur Verfügung. Die Bezahlung, ach, kann man doch abarbeiten. Und genau hier gehen die Probleme als auch der Spielspaß richtig los. Frankfurt Hauptbahnhof. Animal Crossing ist das, was man als Sandbox-Spiel bezeichnet. Das hat allerdings wenigstens mit einem feinkörnigen Sandeimer und Schäufelchen zu tun, sondern mit absoluter Freiheit. Alter, Animal Crossing war Minecraft, bevor Minecraft Minecraft war. Das Spiel stellt Ihnen eine Umgebung und ein paar Figuren zum Interagieren zur Verfügung. Und damit können Sie im Grunde genommen machen, was Sie wollen. Aber die Devise Bargeld lacht. Da aber die Devise Bargeld lacht auch im dusseligen Tierwurf gilt, sind Sie gut beraten, selbiges anzuhäufen. Zunächst natürlich, um Ihre Schulden bei Tom Nook zu begleichen. Später statten Sie Ihr Heim. Statten. Fuck, Mann. Statten. Sie ihr Heim aus oder machen anderen Tieren Geschenke. Eines der wichtigsten Elemente von Animal Crossing Wild World sind die Briefe, die sie ihren Nachbarn schreiben. Und diese formulieren sie tatsächlich selbst. Drücken sie sich eindeutig und klar aus, versteht das Spiel sie überraschend viel von dem, was sie sagen. Das hat nie funktioniert oder ich konnte keine Rechtschreibung. Oder schreiben ihnen freudig zurück. Besonders reizvoll ist es dabei, dem Dorf und seinen Einwohnern den eigenen Stempel aufzudrücken. Verstehen Sie sich gut mit den Nachbarn, werden Sie schon bald anfangen, Ihre Floskeln zu übernehmen. Angenommen, Sie mögen das Wort Wurst ganz besonders gerne, dann benutzen Sie es möglichst oft und schon bald werden Sie es im Dorf hören. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. Sie fragen nicht irgendwann, was sie sagen sollen und dann könnte sich das ausbreiten, wie so eine Krankheit. Und wenn Sie dann einen Freund über die Wi-Fi-Verbindung besuchen, werden Sie staunen, was Ihnen die Tiere so erzählen. Und die zeigen auch Briefe von dir rum. Deshalb gibt es immer so in heutigen Animal Crossing, ich schreibe keine komischen Sachen in die Briefe, die zeigen die rum. Wirklich, Vorsicht. Tägliche Pflichten, nicht zu unterschätzen, ist für Animal Crossing-Spieler die Motivation durch Schuldgefühle. Autsch. Das Spiel läuft in Echtzeit ab und Ihre Nachbarn erwarten durchaus, dass Sie öfters mal von sich hören lassen. Dass Sie Briefe schreiben und dass Sie zumindest zu Hause sind, wenn Sie zu Besuch kommen. So werden regelmäßig Animal Crossing Sessions zur angenehmen Pflicht. Ein paar Minuten täglich werden Sie für Ihr Dorf opfern können, oder? Alter, der Magus und der fucking Jule. Achso, das Spiel war sogar schon auf Deutsch, weil ich erinnere mich an definitiv noch an Screenshots, wo das Spiel auf Englisch war. Alter, Pokémon! Pokémon Smaragd! Mysteriös, was mag sich wohl in der grausigen Höhle verbergen? Und fucking. Das hat jetzt nichts mit dem Dance zu tun. Ansonsten Pokémon Channel, lustiges Spiel, bisschen Trash, aber ich werde es irgendwann streamen. Das wird ein Spaß. Ja, hier kommt die Story von Pokémon Käfer Battle. Der fucking Pokepark, der nicht mal mehr existiert. Und das meiste Zeug davon gibt es nicht mehr. Was zum Fick? Es lebe der Asi-Grill! Japanische Yamambas! Was? Ach so! Ja, das ist dieses. Gyaru. Gyaru?
was einfach nur so eine komische Transkription von Girl oder Girl ist. Naja. Pokémon X. Nee, Pokémon Colosseum. Strong. Und dieses Spiel hat einen echt abgespaceden Soundtrack. Und natürlich Generation 3. Wobei das ist Feuerrot oder Blattgrün. Guck mal, da ist auch Trash sein. Und hier drüben, das ist Rubin und Saphir. Warte, was? Trackings used. Warum ist das Spiel jetzt auf Englisch auf einmal? Dodrio Trackings. Bestimmt ist das Emerald, das war damals noch nicht draußen. Aber Emerald kam doch 2005 raus, also Smaragd-Edition. Aber es hat auch noch eine andere Hautfarbe. Stimmt, das war Pre. Wobei ich meine aber in Gen 3 hatte Rotzahn, ist bestimmt nur ein altes Artwork. Ich meine, das Pokémon, das Pikachu Artwork ist aus Mystery Dungeon. Generell. Oh, Mystery Dungeon! So toll! Das Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot und Team Blau sind Liebe. Ah ja, Pokémon Diamant und Pokémon Perle. Es hat ja nur 14 Jahre gedauert, oder 18 Jahre gedauert, dass das Perle Realität wurde. Von wenigen Jochen hat Pokémon Familie in Japan wieder Zusatz bekommen. Nach Pokémon Rot, Blau, Gold und Silber und Rubin. Was? Rubin Diamant? Also, da kriegt aber jemand die Bockmütze auf. Ist der vierte Taschenmonster-Generation am Start. Diesmal verschlägt es den angehenden Pokémon-Trainer in die verschneite Bergregion Sinnoh. Dort erwarten ihn neben bereits bekannten Kollegen ganz 107 neue Pokémon. Auch ist es möglich, im Game Boy Advance Episoden? Was? Split Seconds ist von Disney? Ja, ist es. Das habe ich auch gesagt, als Neko das gespielt hat. Frag mal Neko, die kennt das Spiel. Die kann man rüber transferieren, ja. Da verschiedene legendäre Pokémon, Start-Pokémon nicht anders gefangen werden können. Ja. Yep. Und per Voice-Chat Trainertipps auch schon. In Japan war die aktuelle Episode, sag doch Edition, geradezu unanständig erfolgreich. Mittlerweile sind schon mehr als 3 Millionen Exemplare über die Ladentät gewandert. Hoffen wir, dass Nintendo nach eher mittelmäßigen Pokémon Mystery Dungeon schnell die beiden neuen und offenkundig besseren Pokémon Diamant und Pearl sind so bad. Und Mystery Dungeon ist so strong. Das ist der Pokémon-Cycle, ihr kennt ihn. Ich Idiot hat diese Zeitschrift geschrieben. Alter, Facts, Tashi, Facts. Mystery Dungeon Strong, Pikachu hilft, auch wenn Pokémon im Mittelpunkt stehen, unterscheiden sich die Pokémon Mystery Dungeon Tag. Ja, ihr kennt Mystery Dungeon, hat ein Remake bekommen. Tolles Spiel. Elite Beat Agents. Shit, es geht los. Phantom Hourglass, Einspruch. Das Grün Rocks nächste Großtat. Grün Rocks. Sieht das aus wie ein Rock? Ich dachte mal, das wäre ein Spirit Tracks Artwork gewesen. Ich habe Pokémon Platin geliebt, ob den jetzt. Platin ist ja auch okay, aber Diamant und Perl sind wirklich bad. Leider auch. Zelda auf der Wii. Shit, war TP war noch nicht draußen. Warte. Der beste Starttitel für Nintendos gerade erschienene Heimkonsole Wii ist The Legend of Zelda Twilight Princess. Die Entwicklung dieses Fantasy-Meisterwerks dauerte viele Jahre. Ursprünglich sollte es ein reiner GameCube-Titel werden. Erst Anfang 2006 wurde bekannt, dass das Spiel auch für Nintendo Wii auf den Markt kommt. Natürlich macht es ausgiebig Gebrauch von dem revolutionären Wii-Controller. Jeder Action-Adventure-Fan sollte Twilight Princess unbedingt mal spielen. Das Logo ist aber nicht final. Aber der Wolf ist drin. Was ist anders? Da fehlt quasi, der Untertitel fehlt. Wie gesagt, die Wiggle Controls sind nicht so geil, aber Ziel ist eigentlich geil. Shit, ob wir Unterschiede erkennen? Warte mal. Was ist das? Was ist das alles? Was? Was sind diese Icons? Was für eine Alpha bin ich sehend? Erstmal, das Phantom hat einen goldenen Helm, was nicht in der finalen Version ist. Dieser Raum ist in der Form überhaupt nicht im Spiel.
Und bei den Bogen-Icon bin ich mir nicht sicher, aber das könnte gleich sein. Die Herzen sehen ein bisschen anders aus, glaube ich. Die haben weniger Rand. Der Boss, ich glaube, die Bosskammer ist 1 zu 1 die gleiche. Dann haben wir hier noch, die Haus-Icons sind anders. Die sind im finalen Spiel dreidimensionaler. Und an der Person steht keine Frau, weil hier ist auch ein Haus. An der Stelle ist im finalen Spiel auch ein Haus. Das heißt, das Haus wurde nach da oben bewegt. Das sieht relativ ähnlich. Einfach Boss. Fragezeichen. Ja, was ist denn hier? Fragezeichen. Was ist denn da? Okay. Doch die Insel gibt's im finalen Spiel. Und ich glaube, da waren auch so viele Bomben. Ein serientypisches Bomben kann man auch dieses Mal einsammeln. So, hier ist wieder das Phantom. Also hier sehen wir noch den kompletten Raum. Das müsste, glaube ich, 1 zu 1 der gleiche sein. Yep. Es sieht komplex aus. Da sieht man aber auch leider nicht, welche Etage das ist. Schade. Oh, was ist hier rechts? Wii und der zweite Dungeon. Okay. Castlevania, Portrait of Ruins. Wie teuer ist dieses Spiel heutzutage? Ist Portrait of Ruins nicht der teuerste Teil? Oder war das Aria of Sorrow? Ich habe erst viel zu spät entdeckt, wie cool diese Metroidvania, Castlevania sind. Weil ich dachte früher, das wären immer diese... ich dachte immer an dieses, okay, Simon Belmont läuft, als hätte er die Hosen voll und kann halt peitschen und so. Ich hatte immer nur das NES Castlevania im Kopf. Ich wusste nicht, als ich den NES-Teil dann zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich mir, Alter, das ist ja wie 2D Dark Souls. Außer, dass ich Dark Souls nicht gespielt habe. Ich liebe dieses Artwork von Pokémon Mystery Dungeon. Es gibt es auch nochmal, mit noch mehr Kindern und noch mehr Pokémon. Aber ich finde einfach, das ist cool, dass sie quasi in ihrer Reflexion die Pokémon haben. Was für ein Pokémon bist du? Haben voll die Chance. Mario ist ein Basketball und da sind die Final Fantasy Charaktere. So, abgedrehtes Regelwerk. Wirklich einzigartig am ersten Basketballspiel für Nintendo DS ist jedoch die Steuerung. Mann, Mario Slam Basketball ist wirklich cool. Ich wünschte nur, ich hätte irgendwie... Ich wollte gerade sagen, warte, das ist doch der GameCube-Teil. So, imagine Mario Golf und Mario Tennis, beides auf dem DS. Die Mystery Dungeon-Werbung kenne ich noch. Ja, stimmt, die gab es auch in animiert. Ansonsten, nach innovativem Power Paintbrush erlebt der Schurkensauger 2007 ein eher klassisches Comeback. Kirby Mausattacke. Ich glaube, hier ist es noch Squeak Squad, gell? Squeak Squad Arbeitstitel. Ja, auf Deutsch heißt es Mausattacke. Squeak Squad finde ich auch cool. Es hat sehr kurze Level, aber ein paar süße Collectibles. Das werden wir irgendwann streamen, aber wahrscheinlich nach Superstar Ultra. Die haben wir Children of Mana. Okay, wer bist du? Und wer bist du? Sind das die Protagonisten? Pogo Puschel! Im Mehrspielermodus. Es gab Mehrspielermodus in dem Spiel. Hübsch, hübsche Grafik auf jeden Fall. Hat aber ein bisschen was von. Wie ist das Spiel nochmal? From the Abyss. Glaubt ihr, wir sehen irgendwann From the Abyss in so einem Magazin? Die Elite Beat Agents. Das ist auch das erste Mal, dass ich von Elite Beat Agents erfahren habe. In diesem Magazin. Und ich meine, die Screenshots sind. Also, ich hatte keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll. Ich habe nur irgendwann diese Ball und diese Targets da. Ich habe das irgendwann erkannt, als jemand Osu gespielt hat. Und dachte mir, Alter, das kenne ich irgendwie vom DS. War ganz weird. Mario vs. Donkey Kong 2, Marsch der Mini-Marios. Ich habe irgendein Mini-Mario-Teil. Ich glaube, es war Minis on the Move. Ich glaube, das war der dritte Miniland-Teil. Aufgrund Miniland eventuell? Das hat auch keine Zahl mehr im Titel. Tesi hat es mal gespielt. Ich habe das auch hier, ich muss das nur auspacken. Ich will das auf jeden Fall mal spielen. Ich habe mir das Mario vs. Donkey Kong auch nur gekauft, wegen diesem Level-Creator. Ist halt nur schade, dass du halt mit dem Mini-Mario spielen musst. Der erste Teil von Mario vs. Donkey Kong ist halt der interessanteste. Hotel Dusk. Jen, Grüße gehen raus. Hatte, glaube ich, auch ein Wii-Teil. Und Final Fantasy 3 Remake. Hast du Final Fantasy 3 Remake noch bearmut?
War das Spiel schwerer als das Original? Das war doch das mit dem Zwiebelrittern, oder? Bezaubernd inszeniertes Rollenspiel der alten Schule, besonders für erfahrene Kerkerkämpfer geeignet. Oh shit! Pro Evolution Soccer auf dem fucking DS! Wenn ich sehe, dass Spiele auf so einer Plattform rauskommen, muss ich mich immer halb kaputt lachen. Aber andererseits, ich habe auch mal irgend so ein Fußballspiel auf dem Super Nintendo gesehen, wo du halt auch irgendwie auf das Tor zurennst, das sieht halt wirklich dynamisch aus. Und ansonsten, Inazuma Super 11 kommt ja auch irgendwann raus, irgendwann 2009 oder so. Yoshi's Island DS, das wollte ich damals haben. Ich glaube, ich wollte das aber nur haben, weil meine Mutter Yoshi liebt. Und ich weiß nicht, irgendwie mögen Leute dieses Spiel nicht, weil es nicht der SNES-Teil ist, weil man die Babys wechseln muss. Und ich mag am ersten Yoshi's Island nicht, dass du halt alles am Stück sammeln musst. Ich meine, das hat erst irgendwie Crafted World oder so verbessert oder der View-Teil. Vermutlich überall. Ihr wisst schon, hat es ein bisschen verbessert. Ich glaube, das Mega Man ZX. Okay. Stimmt, und Peach konnte zum Beispiel mit dem Schirm fliegen. Ich habe das aber irgendwie nie selber durchgespielt. Ich habe das meinem Freund ausgeliehen. Ich kam irgendwie nicht weiter in Welt 2. Beim Miniboss habe ich irgendwie nie geschafft. Wahrscheinlich, weil man irgendwo Insta-Death hat und anstatt das ein paar Mal zu versuchen, habe ich halt aufgegeben, habe das einem Freund geliehen. Als ich es wiederbekam, hatte der irgendwie Welt 5 geschafft und dann war ich so, oh, okay, kann ich jetzt alles spielen, was ich will. Fand ich cool. Den Boss fand ich irgendwie cool. Wobei, nee, warte, den habe ich, glaube ich, nie bekämpft. Oder vielleicht doch. Das wäre, glaube ich, das Level gewesen, was ich hätte machen müssen als nächstes. Deshalb, ich will das auf jeden Fall irgendwie mit euch mal spielen. Irgendwie mal einfach nur Any% Tony Hawk Downhill Jam auf dem DS. Leute, 3D-DS-Spiele funktionieren nicht. Warte, ist das ein Rennspiel? Ist das ein fucking Rennspiel? Und was zum... Ach, das ist immer noch dieses Tony Hawk-Spiel. Sieht einfach aus wie ein Rennspiel. Sogar aber auf dem Kilimanjaro toben sich die Skater aus. What the fuck? Oh shit, New Soup. Habt ihr von diesem Spiel gehört, das New Soup Mario Bros. Heißt? Ich wollte gerade sagen, dieses Logo ist ja richtig wack. Das sieht auf jeden Fall nicht aus. Imagine, das wäre bis heute das Logo von New Soup. Ich glaube nicht, dass das Beta ist, weil hier ist ja das Cover mit dem modernen Logo. Ich glaube, das kam schon raus zu der Zeit. Das ist schon final, also... Dieses Spiel ist nicht in Super Mario 64 DS. Es ist halt witzig, viele kennen die Minispiele nur aus Mario 64 DS, aber in Wirklichkeit hatte New Soup eigene Spiele. Ja, ich bin der Meinung, das ist ein relativ finales Screenshot. Alter, ist das der Shigi? Ist der Shigi. Super Mario soll in erster Linie Spaß machen, so wie vor 15 Jahren. Die Sims auf dem DS und so Spiele, die sollte man nicht auf Konsolen spielen. Da haben wir es, Leute. Wenn wir von Beta reden, okay, man sieht hier auch das Finale, aber der fucking Mario Kart DS Beta Stream, der sieht schon bad aus. Also Mario Kart Nitro oder Mario Kart DS sieht schon bad aus von dem Logo. Aber es ist halt cool, weil es auch das Double Dash Logo ist. Und von Mario Kart 64. Ansonsten das Daisy. Aufsammelt. In den Kisten finden sich nützliche Extras. Fucking. Ich hatte irgendeinen Freund in meiner Freundesliste. Ich hatte irgendwie online random Freundescodes angenommen. Irgendwie mein Vater hat meinen Freundescode mal gepostet. In irgendein Forum. Und ich habe einen Haufen Freundescodes aufgeschrieben. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie... Oder vielleicht konnte man auch so online spielen. Gab es Matchmaking in Mario Kart DS? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, du musst Freunde haben. Denn irgendwo hier liegt noch der Nintendo Wi-Fi Connector rum. Das ist so ein kleiner USB-Stick, der sich drahtlos mit dem DS verbindet und quasi ein LAN-Kabelersatz ist. Weil wir hatten keinen Hotspot, der ungeschützt ist. Ich glaube, wir hatten nicht mal einen Hotspot mit WLAN.
Aber ja, ich meine, in meiner Freundesliste war jemand. Ich habe zumindest mal mit jemandem gespielt, der sich Nixer 7 nannte. Das fand ich witzig. Aber mit 2X, so wie der Film mit Bastian Pastewka. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Person was anderes meinte. Need for Speed. Auf dem DS. Okay. Star Fox Command! Lange Zeit das Einzige, was ich von Star Fox Command gesehen habe. Dieses Spiel, it's weird. Die Steuerung ist eigentlich okay. Die Steuerung ist eigentlich voll okay. Was mich an dem Spiel viel mehr abfuckt, ist der Fakt, dass irgendwie alles, dass überall Zeitlimits sind und man nur eine gewisse Anzahl hier, man hat, sage und schreibe, 5 Züge Zeit, um eine Mission zu clearen. 5 Züge. Wenn man das nicht schafft, verliert man ein Leben und muss die komplette Mission nochmal machen. Wenn man alle Leben verliert in Star Fox Command, beginnt die Story von vorne. Ohne Speichern. Der Spielstand wird gelöscht. Das ist kein gutes Game Design. Aber gut, vielleicht bin ich einfach nur Skill-Issue. Age of Empires. Ich glaube, das einzige dieser Art von Spielen, was ich mal gespielt habe, war irgendein Anno-Teil. Weil die Boomer haben letztens über Anno geredet, deshalb habe ich mal gegoogelt, welcher Teil es sein könnte. Und ich glaube, es war entweder 1701 oder 1503. Auf jeden Fall der älter aussieht. Der sah sehr isometrisch aus, genauso wie das hier quasi. Game Design! Warte mal, war das nicht das Age of Empires, was Mogi mal erwähnt hat? Oder ist das das, worüber er noch reden will? Age of Empires DS. Ansonsten 42 Spiele-Klassiker ist ein Spiel, was ich habe. Es gibt hier fucking Bowling. Wie gesagt, das müssen wir irgendwann mal angucken. Okay, das ist da dein Video drüber gemacht. Und es gibt den fucking Picto-Chat! Außer, dass es nicht ganz der Picto-Chat ist. Ich hatte gehofft, ich hatte irgendwie die weirde... Ich habe in der Anleitung quasi gelesen, dass es irgendwas mit Picto-Chat-Suche gibt. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, boah, der Picto-Chat sieht schon cool aus, den hätte ich auch gerne, mit schön 4 Farben. Und dann habe ich den DS, glaube ich, bekommen und der Picto-Chat war halt überhaupt nicht fortschrittlich. Ah ne, okay, er meinte Age of Mythology. Aber theoretisch gesehen, er hat irgendwie über Age of Empires DS geredet. Alter, was haben sie zu sagen mit Mario zusammen durch die Zeit? Nintendos zusammen durch die Zeit setzt den GBA-Hit Mario und Luigi Superstar Saga fort. Das Konzept ist nahezu unverändert. Der originelle und charmante Genre-Mix verbindet typische Rollenspielzutaten wie Aufleveln und Rundenkämpfe mit einigen Action-Elementen. So können sie beispielsweise eine gegnerische Attacke durch einen gut getimten Tastendruck abschwächen. Eigentlich komplett entgehen. Abschwächen hat nur Paper Mario gemacht. Unterstützung bekommen Mario und Luigi diesmal von ihren Baby-Pandoras. Damit sie bei vier Helden nicht den Überblick verlieren, findet das Spielgeschehen auf beiden Bildschirmen des DS statt. Viele clevere Rätsel bauen darauf auf. So muss jeweils ein Italiener-Duo eine bestimmte Aufgabe erfüllen, damit das andere Team vorankommt. Dank des enormen Umfangs können sie sich mit dem spritzigen Klempner-Abenteuern mehr als 20 Stunden lang vergnügen. 9 von 10. Luigi setzt ein kleines E-Mail für einen Spezialangriff ein. Hallo, Baby, greif an. Plopp. Ansonsten irgendwas mit Tennis. Yo, Peach war schon draußen. Und hier ist das erste Phoenix Wright mit dem ersten Fall. Und fucking Salt, Mr. Salt. Ich finde das so scheiße, ne? Ich weiß nicht, gibt es die Trilogy von Ace Attorney auf der Switch? Und wenn ja, gibt es die auf Deutsch? Weil jeder Re-Release von Ace Attorney in Form einer Trilogy ist immer nur auf Englisch und es macht mich wütend. Weil wie man hier sehen kann, die Spiele waren alle auf Deutsch. Aber bei 3DS war wahrscheinlich Platzmangel das Problem. Ansonsten Gerichtsgaudi, unser Urteil. Ich mag eher die Musik und den Vibe, aber ich glaube, selber spielen würde ich das nicht. Super Princess Peach ist ein spaßiges Spiel. Ich finde, das Spiel hat
einen Look wie Yoshi's Island, also gerade so Yoshi's Island DS. Es benutzt, glaube ich, auch so Plattformen davon. Muss Yoshi's Island. Hier. Also ich finde schon, dass die Spiele einen ähnlichen Vibe haben. Außer, dass diese Peach auf dem Touchscreen ein bisschen psycho schaut. Ich meine, hier ist noch ein bisschen mehr die, nicht Wachsmalstift-Optik. Aber ja, ich mag halt, sieht halt, so ein Mario-Spiel in dem Stil wäre mal schön. WarioWare Touched! So ein stronges Spiel. Damals hatte ich noch keine Ahnung, was WarioWare ist. Peaches, 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 Peaches. Mikrospielkönig Wario ist die absolute Spaßkanone. Touched ist optimal auf den DS abgestimmt. Ähnlich wie bei Versionen für GBA und GameCube sind hier Konzentration und Reaktionsvermögen gefragt. Aber jetzt in mehr als 180 neuen schnell aufeinanderfolgenden Games. Diese werden schließlich über Touchscreen, übers Mikro gesteuert. So müssen sie Objekte mit dem Stift einkreisen oder mit gezeichneten Linien verbinden. Und ans Mikrofon blasen, um das Wasser in einer Tasse zum Blubbern zu bringen. Eine eigene Sparte hat Nintendo. Was? Eine eigene Sparte hat Nintendo Touch-Interpretation diverser Retro-Titel gewidmet. Diese Spieleklassiker lassen sich jetzt ebenfalls über den zweiten Schirm steuern. Ein netter Gag. Das integrierte Ping-Pong erlaubt es zwei Spielern, sich gegenseitig an einem Gerät Tischtennis zu spielen. Und Another Code, ebenfalls Shoutout an Jane. Alter, Tomb Raider gab's für den DS, was? Ist das wenigstens so ein klassischer Tomb Raider Teil? Ich meine, die PS1-Version hatte auch. Hatte ja auch nur ein Steuerkreuz. Dank Another Code wollte ich mal spielen, aber hatte das nie. Touch Golf Birdie Challenge Nano Stray. Ist Nano Stray eigentlich mit Nano Assault verwandt? Das war irgend so ein Spiel, da gab es so eine View-Demo, die immer kurz vor dem einen Bob. Aus Legends wurde gecancelt? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Ah, richtig, Rob Rabbits. Ununterbrochen streichen, pusten und stupsen in der Öffentlichkeit könnte ungewolltes Aufsehen erregen. Was ist dieses Cover? Sieht überhaupt nicht aus wie anders. So begrüßt sie das Spiel und jetzt nicht ohne Grund, wie beim Vorgänger Project Rob. Ach so, das ist der Nachfolger. Das kam nicht bei uns raus. Setzt sicher auf besondere Fähigkeiten, die es sie rubbeln, tippen und ziehen auf dem Touchscreen und blasen kräftig ins Mikro. Und der ganze Aufwand nur, um eine Frau zu bezirzen. Sollten sich ihr Angebeteten beim Betrachten des Feuerwerks unbemerkt näher kommen, mit einem Luftstoß ins Mikro, ein Blasrohr betätigen sie. Oder. Was? Okay. Sonic Rush. Cooles Spiel, aber manchmal ein bisschen unfair. Aber das ist Dims. Castlevania Dawn of Sorrow hat irgendwelche krassen Bewertungen bekommen, deshalb hat mein Vater das mal gekauft, zusammen mit Tingles Rosie Ruby Land. Hat er das, glaube ich, zusammen gekauft. Einfach nur wegen dem, ich weiß es gar nicht mehr, wir hatten nie ein Castlevania davor. Und natürlich Trauma Center würde ich unglaublich gerne mal spielen. Vielleicht bin ich irgendwann mal ein Teil. Und Zookeeper DS. Ist das mit Cubivore verbunden? Nein? Auf jeden Fall Dawn of Sorrow, dieses Spiel gab mir so den Vibe, Alter. Imagine Dark Souls aber auf dem DS. Prime Hunters. Bin ich technisch gesehen noch auf der Suche, auch wenn ich Prime nicht so mag. Ich habe die First Hand Demo. Aber irgendwie Prime Hunters habe ich noch nie gesehen. Fucking Trauma. Advanced Wars Dual Strike. Das war der Teil mit dem, wo das Cover noch nicht super düster war. Vor allem Dual Strike DS. Advance Wars. Und das ist wieder richtig dumm, Leute. Das Spiel heißt selbstverständlich Advance Wars, weil es für den Game Boy Advance rauskam. Aber nein, weil es der erste Teil war, der bei uns rauskam, heißt jetzt die ganze Reihe Advance Wars. Es wäre nämlich eigentlich DS Wars. Toll. Ja, Famicom Wars, wahrscheinlich auch Super Famicom Wars. Also es ist halt so, mir würde noch mindestens ein anderes Franchise einfallen, wo das der Fall ist, wo einfach durch eine
Stationsübersetzung, einen dummen Namenstitel, jetzt alle spielen einen dummen Namen. Was? Warum nicht DS Wars? Advance Wars? Ja, ist okay. Asterix und Obelix Mission V-Fix. Ich habe absolut keinen Plan, was das hier sein soll. Das ist so der einzige Screenshot neben dem hier, den man so sieht. In dem Minispiel dirigieren sie die Seilbahn mit dem Stylus, okay? Darf ich das verstehen? Leute im Westen würden es als anderes Franchise sehen. Ja, genau, Barmut, eigentlich schon. Was ist diese Musik? Das klingt wie Zelda, aber es ist kein Zelda. Es hat einen sehr starken Windfaker-Vibe. The Lona Falco Lombardi Star Fox Command? Klingt ein bisschen wie Wind Waker Musik. Von Kirby Power Malpinsel mag ich nicht. Ich mag auch den View-Teil nicht. Außerdem dieses Bild von Cooking Mama. Disturbing. Ich weiß nicht. Irgendwann muss ich mal ein Spiel davon spielen. Aber erstmal noch nicht. Ey, dein Kuplankton! Wollte ich auch euch mal im Stream zeigen. Ich hab's extra nicht angeguckt, deswegen. Ist das Cars? Ist das fucking Cars? Ich habe letztens auf Reddit jemanden gesehen, der hat einfach jede Version von Cars gepostet. Dann sieht Asterix so dumm aus, weil er in 3D ist. Und Asterix sollte nicht in 3D sein. Oh shit, du hast bessere Tage gesehen, Pac-Man. Weil der Pac-Man geht noch. Alter, Pac-Pigs! Auch so ein Spiel, was mich ist. Polarium? Warte mal, Polarium ist ein vollendetes Knobelspiel. Ah, nicht zu verwechseln mit Dimensium. Leute, okay. Ich sehe es gerade. Snowboard Kids. Wusstet ihr, dass es in der Tat einen dritten Teil von Snowboard Kids gab? Snowboard Kids ist ein fucking N64-Spiel. Snowboard Kids 2 erschien auch auf dem N64, aber nur in Australien und aber nur in Australien in PAL-Territorium. Das ist eines der teuersten N64-Spiele. Und Teil 3 hat sich einfach gesagt, okay, Anime-Figuren. Also so moderne Anime-Figuren. Und außerdem, schaut mal das, Shrek Super Slam. SBK, Sudoku, Mario 64 DS. Eins von diesen Nicktoons Games, der gelbe Rächer. Tamagotchi, Star Wars Episode 3. Wahrscheinlich Spyro, die Kreatur aus der großen Krabbe. Teenage Mutant Turtles, die 2003 Version davon. Texas Hold'em. Legend of Spyro, Virtual Jordan, in der S-Ableger? Ich wusste nicht mal, dass es Snowboard Kids gibt. Das ist halt so ein N64-Spiel, das war, glaube ich, relativ zum Release raus. Leute, Schwärme raus. Yoshi Touch and Go fehlt mir bis heute. Und dafür, dass das so ein. Basically so ein Free. Also, es war eigentlich. Das hätte man den DS genauso gut beilegen können, das Spiel. Es fehlt mir bis heute. Was zum Fick war T-Turf? Doch irgend so ein französischer Comic. Und Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubadour. Ist das ein fucking Klassik-Yu-Gi-Oh! Spiel auf dem DS? War klasse. Kam GX so spät raus? Ansonsten, Dr. Mario. Oh shit, wollen wir ein Sudoku lösen? Dir macht es doch Spaß. Nee, dafür haben wir keine Zeit. Finden Sie Unterschiede? Super Mini. Ah ja, Super Mini Mario World! Super Mini Marios, beide Mal! Beide Mal! Beide Mal! Dann gibt es hier anscheinend noch Challenges. Und man kann Sachen gewinnen. Yoshi ist ein DS, Prügel Mystery Dungeon. Hier ist der schwarze. Das ist der rosane DS. Tipps und Tricks. Oh shit, hier, Leute! Da. Aus diesem Heft. Ich wusste das also ich wusste einige Sachen, aber ich sehe gerade, das eine Sache ist hier nicht da. Mit Luigi spielen, mit L und R halten und A. Ist klar.
Poser freischalten. Ich dachte, jetzt steht hier dieser Cheatcode, mit dem man den Einbahnstraßenmodus freischalten kann. Schade. Oh shit, Stream ist vorbei. Aber ich mag das kleine laute Icon, was man im Hintergrund hört. Puyo Puyo Pop Fieber. Okay, das brauche ich irgendwann. Fucking Puyo Puyo für den DS. Her damit. Ansonsten, wir haben hier Thomas Center Anna DS. Was könnte man dort? DS-Doktoren aufgepasst. Sobald sie den Story-Modus von Trauma Center gelöst haben, schalten sie noch 7 Bonus-Missionen frei. Das ist kein Trick. Das sind keine Cheats, das ist einfach nur, ja, you can unlock shit. Zwei für die Spielecharakter. Dieser Spielersammlung schenken zusätzliche Designs. Advance Wars. Titelbildschirm. Je nach Tag ändert sich der Titelbildschirm. Halten Sie im Titelbildschirm die R-Taste gedrückt und betätigen Sie an den Startpunkt, um das Code-Minispiel zu zocken. Welches? Es gibt drei. Um in den Level 8, 6. Um den Level 8, 3 erreichen zu können, müssen Sie alle Torts in sämtlichen vorigen Welten ausführen. Ja, und es gibt irgend so ein Level in der fucking Lava-Welt, was mich fertig macht. Pack and Roll, Crash, Boom, Bang. Mario 64 DS. Ja. Wir sind eh gleich fertig. Yoshi Touch and Go. Weitere Spielmodi. Ach, das sind alle. Das sind alle Selbstspiele. Warte mal, wir haben hier Meteos. Nitro Speed Underground. Das kann man Tetris DS freischalten. Soundtest können Sie freischalten. Spielen Sie dafür im Standard-Marathon-Modus. Erreichen Sie Level 3, 4, 10, 13, 14. Kommt jeweils ein Musikstück hinzu. Okay, Fluch der Karibik 2 ist ganz schön alt. Jeder Charakter kann Hasen finden, denke ich mal. Nicht so viel mal, finde ich. Ist das Street of Rage? Oh mein Gott, wir haben ein Star Wars Spiel, was nicht. Oh mein Gott, es ist weird, 2D Star Wars Games zu sehen, auch wenn sie existieren. Es wird einem doch gesagt, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Ja, aber man kann es theoretisch gesehen zum Feuer benutzen. Und hier steht auch nochmal, wie man die ganzen Sachen freischaltet. Marker DS, Zookeeper, Touch and Go. Für den Sonnen Spielplatz. Wenn Sie in jeder Stage mehr als 30 Punkte erreichen, bei einem schweren Teddybär-Abschnitt, am Ende des Spiels variieren die Werte. Sie können das im Fließtext ablesen. Vielleicht habe ich deshalb den Schallplattenspieler nie freigeschaltet. Wer ist das Star Wars Spiel? Ich glaube, es war Star Wars 3. Episode 3, Anakin Skywalker zerlegt die Ruinen. Ne, warte, das ist nicht der Titel des Spiels. Die Rache der Sith, einfach nur der dritte Star Wars Film. Und das war's. Game over. Der Uran des Nintendo DS ist der Game Boy, unscheinbar grau. Mit einem schwarz-weißen Display kam er 1990 bei uns in die Läden. 3 Jahre lang war er zuvor vom 45-köpfigen Team um Gunpo Yokoi in den Nintendo-Entwicklungsabteilung von Kyoto abgebildet worden. Für 100.000 Stück haben sich davon verkauft. Zelda Mario, Tetris und Touch Generations. Und fucking, ist das Kevin Science aus? Nee, ist nicht. Okay, das war's. Das war's. Danke, dass ihr mit mir dieses Heft angeschaut habt. Und wir machen jetzt was anderes.